Wenn ich der 15 wäre, könnte ich alle davon schwören. Solltest du echt machen, Mappa. Final Fantasy 10 ist echt gut. Sehr, sehr gut. Hier sehe ich sehr viele Szenen, die ähnlich sind wie FF4. Wie jetzt das mit dem Mond. Oder FF10 von den Bossen her. Was kommt denn jetzt? Oh. Nicht gut. Das FF ist der 14. Teil. Es gab 13 Splitterwelten. Ein Splitter für jedes Game. Das fällt dir früh auf! Das ist mir schon vorher aufgefallen. Ich glaube, ich habe es sogar mal angedeutet. Die, ne? So. Vage. Aber ja, hast recht. Hast vollkommen recht. Naja, zu dem Zeit, wo 14 ja rauskam und das alles hier weitergemacht war, gab es 15 noch nicht und 15 kommt ja nach 14. Also 15 ist ja quasi, ne, raus. Sozusagen. Deswegen werden sie wahrscheinlich alles nur von 1 bis ja, 13 behandeln. Gut, sie konnten es im Nachhinein. Wahrscheinlich haben sie es im Nachhinein durch Noctis und so weiter, durch das Event gemacht, als FF15 dann kam. Da haben sie das dann irgendwie wahrscheinlich mit reingebracht. Der Rest bezieht sich dann wahrscheinlich eher auf 1 bis 13. Und vor allem tatsächlich auf den dritten. Da ist ja wirklich sehr viel drin. Und 14. 4. Aber aus einer anderen Dimension, nicht aus einem Splitter. Das meine ich ja damit. Das wurde ja anders reingesetzt. Ja. Das haben sie ja irgendwie durch diese Events da reingepackt. War ja so nicht geplant wahrscheinlich. Aber ich hoffe nicht. Die sollen 15 da schön rauslassen. 15 ist scheiße. Also meine Meinung. Und ich sage immer noch, nach Hause telefonieren. Ich glaube, bevor Final Fantasy eingestampft wird, muss noch einiges passieren. Nein, noch nicht. Aber Final Fantasy 16 kommt noch. Aber ich glaube, Final Fantasy ist etwas, was, glaube ich, so lange es so Fans gibt und so lange es Square gibt, wird, glaube ich, FF immer da sein. Sofern sie keine Scheiße bauen. Wer behauptet sich jetzt einfach mal, ja. Ja. Wenn man auch bedenkt, wie Final Fantasy angefangen hat, wie sich das bis heute entwickelt hat, ich kann mir nicht vorstellen, dass es Final Fantasy irgendwann nicht mehr gibt. Vielleicht, wie gesagt, wenn Square pleite gehen sollte. Aber sonst
Eine PS5 kann ich mir nicht leisten. Eine PS5 gibt's noch nicht mehr zu kaufen. Die PlayStation 5 kannst du gar nicht kaufen. Ich guck ja immer mal wieder. Gibt's nicht. Seit über einem Jahr. Also jetzt ja über, oder? Nee, noch nicht. Noch nicht. Im Dezember kam's mal nicht. Kam die mal nicht raus. Seit fast einem Jahr kannst du sie einfach nicht kaufen. Außer die, die sie schon ergattern konnten. Neue Bestien dringen in dein Revier. Doch ihre Augen suchen weder meine Fährte, noch lecken ihre Zungen nach meinem Blut. Kämpfe gegen sie. Besiege sie. Ich suche derweil eine Macht, die deiner würdig ist. Stärker als Shinryu es war. Stärker, als du es dir je vorstellen kannst. Denkst du immer noch an Shinryu? Der alte Gott war eine Enttäuschung. Es braucht mehr totale Hoffnungslosigkeit vielleicht. Ja, nein, ich kämpfe nicht zu deinem Vergnügen. Nein. Wir werden sehen. Es ist beunruhigend, dass ich fast die gleiche Haarfarbe habe wie er. Also fast. Nicht genau. Nur fast die gleiche. Und ich sage immer noch, am Ende geben wir Händchen haltend in den Sonnenuntergang. Seine sind etwas dunkler als meine. Glaube ich. Ja. Glückwunsch, Mappa! Ja, zwischen deinem Zuschauer und Zähler, das läuft was. Ja, ich befürchte es auch. Er hängt zumindest an mir, habe ich so das Gefühl. Weißt du, er hat so oft die Gelegenheit, mich eigentlich umzubringen, ne? Er hat so oft die Gelegenheit. Und er nutzt sie nicht. Er nutzt die einfach nicht. Frag dich mal, was er mit ihm gemacht hat. Läuft mir alle auf einem Punkt stehen. Es berührt den jungen Mann nicht mehr. Er hat den Mond verlassen. Falls du ihn doch verfolgen willst, dann höre es erst, was ich zu sagen habe. Es geht um Zodiac. Die letzten Tage. Ich werde dir alles sagen, was ich weiß. Ich tue es für die Zukunft des blauen Planeten. Das will ich nicht wissen. Nee, ich auch nicht. Ich will es auch nicht wissen. Sag nur Quest noch. Sag nicht, was dann ist, aber dann ist was. Sag nicht, was zu sein ist, aber da passiert irgendwas. Ich kriege eine neue Waffe. Sehr gut. Gut, Waffe. Lass uns über die letzten Tage sprechen, aber nicht hier. Tatsächlich habe ich deine Ankunft auf dem Mond gespürt. Und wenn mich meine Sinne nicht täuschen, bist du nicht alleine hierher gekommen. Aufgrund der besorgniserregenden Situation fällt es mir zunehmend schwerer, mit Hadeline in Kontakt zu treten. Aber sie gab mir zu bedeuten, dass es sich um deine Kameraden handele. Wir sollten inzwischen in meinem Refugium angelangt sein. Komm, lass uns zu ihnen stoßen. Dort können wir ungestört reden. Oh Gott. Ungestört reden, hä? So, Luna, sagtest du nicht was von einem 12-Stunden-Stream? Hm? Nur mal so zur Info. Hm. War früh auf den Tacho da geguckt beim Stream? Jo. Hm? 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 12-Stunden-Stream ist incoming, ja. Was im Sinne des Wortes? Irgendwas stimmt nicht mit mir. Wie du einfach schon mal wieder da oben bist, ne? Ah, nee. Ich hab die ganze Zeit gewartet. Hier bist du. Sah jetzt wieder so aus, als müsste ich da ganz, ganz oben. Na, Luna, wie viel Quest hast du Vorsprung? Fragt Papa gerade.
Das war jetzt die Quest. Eins. Zehn. Genau zehn. Ah. Ach ja. Zehn. Zehn. Nee, das schaffe ich heute nicht mehr. Vielleicht höchstens morgen, wenn ich vor dir anfange. Und du heute Story nicht mehr weitermachst. Dann vielleicht. Und auf einmal du morgen anfängst. Das weiß ich noch nicht. Mal gucken. Also ich höre wahrscheinlich so 6-7. Ja gut, dann werde ich ihn nicht einholen. Dann werde ich ihn nicht einholen. Also wenn du wartest. Aber nein. Könnte ich nämlich auch nicht. Könnte ich auch nicht. Oh, jetzt muss ich wieder lesen. Oh, gut, dich zu sehen. Wir waren ziemlich in Sorge. Eigentlich wollten wir dir so schnell wie möglich folgen, aber wir mussten zunächst gemeinsam mit dem Isabat-Korb die Besessenen unter Kontrolle bekriegen. Bekriegen, genau. Leider können wir nicht alle retten. Einige von ihnen haben Sprengladungen gezündet, bevor wir sie entwaffnen konnten. Für sie und viele andere kam unsere Hilfe zu spät. Das Korb kümmert sich um die Verwundeten und hilft dabei, die Besessenen zu heilen. Kriele wurde derweil in die Obhut der Heiler gegeben. Ihr Austausch mit Heilerin hat sie augenscheinlich stärker erschöpft, als sie zuzugeben bereit war. Sie sollte aber mit etwas Ruhe schnell wieder genesen. Die anderen sind ebenfalls verblieben, um das Isabat-Korb bei der Versorgung der Verwundeten und der Heilung der Besessenen zu unterstützen. Hi. Aber viel wichtiger ist, was hat sich hier ereignet? Unser Gastgeber hier sieht aus wie eines der Phantome aus Amaroth, wenn ich mich nicht täusche. Der Eindruck trügt nicht, junge Dame. Ich bin der Mondwächter und wurde gemeinsam mit diesem Ort hier von Heilin erschaffen. Wie mein Name bereits andeutet, ist es, oder besser gesagt, war es meine Aufgabe, über den Mond und die Siegel, die Zodiac fesselten, zu wachen. So, jetzt erzählen wir mal, wie oft wir gestorben sind. Dass wir Wunder noch leben. Trotz, dass wir so oft gestorben sind. Wie bitte? Zodiac ist besiegt? Was? Aber das... ja. Diese Heldin hier besiegelte das Ende der dunklen Gottheit. Allerdings hat dies bedauernswerte Folgen. Die Ätherströme, die den Mond und den Planeten in einer delikaten Balance hielten, beginnen nun, sich aufzulösen. Die letzten Tage werden erneut ihren Lauf nehmen. Der Untergang des gesamten Planeten. Um dieses finstere Schicksal abzuwenden, werdet ihr... Lol. Was ist? Alles in Ordnung? Verzeiht, um Zodiacs Entkommen zu verhindern, habe ich versucht, die Siegelmagie aufrechtzuerhalten. Die Anstrengung fordert nun wohl ihren Tribut. Bitte gestattet mir einen Moment der Ruhe, dann werde ich all eure Fragen beantworten. Aber natürlich, sagt Bescheid, wenn ihr euch erholt habt. Diese Kristalle hier beinhalten Aufzeichnungen eurer Zeit auf dem Mond, habe ich recht? Würde es euch etwas ausmachen, wenn wir sie betrachten, während ihr euch ausruht? Aber natürlich, wenn sie in chronologischer Reihenfolge betrachtet, empfehle ich, im obersten Stockwerk zu beginnen. Frag den Typen, ob er Papa Limo wiederbringen kann. Oh, ich glaube, das kann er nicht. Dann wollen wir uns doch mal etwas umschauen, solange unser Gastgeber sich erholt. Willst du dich oben umsehen? Nein. Dann muss ich die ganzen Treppen wieder hochlaufen? Nein. Einfach nein. Ich habe nie wirklich einen Papa Limo gegangen. Doch. Also jetzt nicht so extrem, aber doch. Lass mich raten, du bist schon wieder ganz oben? Ich renne gerade hoch. Natürlich tust du das. Ich wäre auch enttäuscht, wenn nicht.
Und natürlich stehst du hier lockerlässig. Wo muss ich eigentlich hin? Vorbei. Hier dran vorbei. Ah, da! Ich habe das Glitzer nicht gesehen. Heute keine Auffälligkeiten. Alle Siege intakt. Alle Siege intakt. Alle Siege intakt. Alle Siege intakt. Muss ich das jetzt für jede fucking Etage machen? Jo. Hi, Heifel. Ja. Brötchen ist blöd. Bitte. Hä? Ja, so ein bisschen. Hast du einen Schöpfer gegessen? Ja, so in etwa. Ich will Hybrid? Weißt du, was mir letztens aufgefallen ist? Hä? Wir sind noch gar... Ich hatte noch gar nicht auf der Freundesliste. Ja? Ja. Hybrid sagt einfach nichts. Nein, das ist ja auch noch zu leise. Ah! Ach, stimmt. Oh, wolltest du mich nicht vorhin dran erinnern? Nein. Doch. Wollte ich? Ja. Wolltest du? Zu meiner Entschuldigung, ich bin seit 6 Uhr wach. Nein, das ist nicht zu entschuldigen. So, jetzt ist er. Jetzt, oder? War doch? Ja, doch. Ist. Ah. Albtraum kannst du... Eigentlich bei allen. Ja. Gibt's bei allen. Also, wo auch die Pferde droppen können. Konntest du aus dem Kastein etwas Nützliches erfahren? Nein. Konnte ich nicht. Danke, Luna. Ja. Jetzt habe ich wieder diesen... Gift mit dem Röckchen vor Augen. Gift mit den... Mhm. Warte mal, ich zeig dir, welches ich meine. Warte mal. Da bist du. Warum Cybert im Channel geht's um Röckchen? Das da. Also hat Heidelin tatsächlich ihre gesamten Kräfte in die Aufrechterhaltung der Siege fließen lassen? Das erklärt, warum es seit der 7. Katastrophe immer schwieriger geworden ist, mit ihr in Kontakt zu treten. Oh Gott. Ich habe hier im unteren Stock ebenfalls eine sehr interessante Entdeckung gemacht. Der Mond hier, auf dem wir stehen, der ganze Himmelskörper, wurde von Heiligen selbst erschaffen. Als der Mondwächter sagt, er sei gemeinsam mit diesem Ort erschaffen worden, dachte ich, er meinte diesen Palast. Trotz der Zersplitterung muss Heidelins Macht unglaublich gewesen sein, wenn sie etwas Gewaltiges wie einen Mond aus dem Nichts erschaffen konnte. Schön, dass es euch schon wieder besser geht. Ihr habt offensichtlich einen wahren Schatz an Wissen in eurem Domizil angesammelt. Sehr interessant. Wir haben bereits viel über Zodiac und sein Gefängnis erfahren. Aber was könnt ihr uns über die letzten Tage erzählen, die uns nun erneut bevorstehen? Was hat sich damals wirklich zugetragen? Yeah.
Konnte die Ursache dieser Katastrophe je ergründet werden? Zum ersten Mal. Wurde Zodiac beschworen. Man wollte sich seiner immensen Kraft bedienen, der Kraft der Dunkelheit. Der Plan war vermutlich, die Ätherströme des gesamten Planeten zu stärken und letzten Endes zu kontrollieren. Ein waghalsiges Projekt, das wahrlich göttlicher Kräfte bedarf. Zodiacs Fortbestehen war umstritten und Heiderlin wurde erschaffen, um ihn aufzuhalten. Das behauptet jedenfalls Emmet Zech. Stimmt das? Thank you.
ihr Wirken wäre es den Ashians vielleicht gelungen, weitere Splitter mit dem Ursprung zu vereinen. Wer weiß, wie viele Existenzen noch ausgelöscht worden wären. Alles Leben, das heute auf dem Gestirn erblüht, wäre der Wiederauferstehung der Vergangenheit zum Opfer gefallen. Also gut, dann will ich deiner Geschichte mal glauben. Vielleicht ist Heidelin keine perfekte Gottheit, aber Minfilia hat dir vertraut. Das ist gut genug für mich. Das bringt mich allerdings zu einem anderen Punkt. Wenn jetzt wirklich die Apokalypse wieder einsetzt und wir nicht verhindern können, dass der Ursprung vor die Hunde geht, was passiert dann mit den verbliebenen Splitterwelten? Was ist das? Darf ich wieder reden? Ja, ich darf wieder reden. Ich habe eine neue Waffe. Sollte mal meine Sachen reparieren. Bildchen glücklich. Ah, hi. Was denn? Ich muss Textsequenzen klicken mit meiner Maus. Ach, komm. Spaß dir. Was denn? Ist wirklich so. Die andere Hand liegt an der Cola-Flasche. Ja. Mhm. Genau, an der Cola-Flasche. So nennt man das heute also. Ja. Ja, genau. Ich bin lieb,
Oh Gott, wird jetzt wieder gelabert. Aha, ich darf lesen. Also gut, dann möchte ich euch nun den Weg zum Gebäude auf der anderen Seite des Kraters weisen. Im Zentrum vom Mare Lamentorum, wie wir diesen Ort nennen, befindet sich ein Schlund, der zum Kern des Monus führt. Das eigentliche Gefängnis Zodiacs. Der Krater lässt sich jedoch nicht ohne weiteres überqueren. So viele Klippen säumen ihn. Um an unser Ziel zu gelangen, sollten wir das Familiar nutzen, das du bereits getroffen hast. Ach, das war ein Familiar. Wenn ich der Wächter des Mondes bin, so ist er sein Wachhund. Genau wie ich würde auch er von Heidelins Hand erschaffen. Er trägt den Namen Argos. Allerdings verwundert es mich, dass er noch nicht erschienen ist. Möglicherweise hat der Aufruhr im Äther seine Manifestation beeinflusst. Dürfte... Alter, Luna kommt aus der Tür geschossen, rennt an mir vorbei und springt runter. Alter, wie filmreif war das denn? Luna, was stimmt nicht mit dir? Ich bin schon. Lumianos, vielen lieben Dank für deinen Raid. Und ein herzliches Willkommen an dich und alle, die mit dir mitgekommen sind. Wie geht es euch? Ihr habt Lothar gezockt. Oh, muss ich die Tage auch mal wieder spielen? unbedingt mal wieder spielen. Doch. Nein. Alter, Ruhe da hinten auf den billigen Plätzen. Wie geht's dir? Wie war der Stream? Hallo? Hä? Was? Man hört nur... Ja, ich hab getrunken. Ah ja, so nennst du das also. Ja. Gibt's auch viel... gibt's live. Müde und so, war ganz nice. Ja, sehr geil. Ja, wir sind im Final Fantasy 14 Endwalker Hype seit Freitag. Der Grund, weswegen es gerade kein Lotro hier gibt. Ja. Die Story, da kommt Luna schon wieder angerannt und sie springt schon wieder runter. Nein! Du enttäuscht mich gerade. Das ist dir klar, hoffe ich. Und ja. Es war eigentlich nicht geplant, dass wir einen 12-Stunden-Stream machen. Aber ich glaube, alle, die mich kennen, wussten ganz genau, dass das so lang geht heute. Inklusive 4 Energy Intos. Ich glaube, das ist meine dritte Dose heute. Also, läuft bei mir, ne? So, dürfte ich euch bitten, mich in der Nähe des Schwertes der Erde zu treffen? Ich denke, ich sollte ihn dort rufen können. Das Gelände ist der Cliffshot und tiefe Schluchten durchziehen den gesamten Mond. Folge dem Pfad, den Argos euch bereits gezeigt hat, und ihr solltet euch nicht verlaufen. Ich weiß doch jetzt nicht, wo es lang geht. Ich weiß schon. Also, wenn das alles wirklich Lins Plan sein sollte, sehe ich keinen Grund, ihm zu misstrauen. Begeben wir uns zu diesem Schwert der Erde. Ich steig sofort ein, ich darf gerade noch nicht. Ah, jetzt darf ich. Weißt du wohin oder soll ich es markieren? Ich weiß wohin. Alter, das Auto müsste kaputt sein. Uff, ich sehe es gerade. Ja, rein theoretisch wäre jetzt eigentlich Lotro dran, aber... Nein. Nein. Also... Hybrid sagt nichts mehr außer nein. Zumindest nicht, wenn ich ein anderes MMO erwähne. Also diese Woche, das Wochenende und die kommende Woche sind alles im Zeichen von FF14. Und einem springenden Auto. Boing. Was nur leicht Boing. Zur Verwirrung Boing. Führen kann. Boing. Ach, Boing. Was machst du da? Ja. Und die Reifen freuen sich. Verliere ich jegliches Schamgefühl. Mhm. Schamgefühl, was ist das? Kann man das essen? Ach ja.
Ja, Luna dient mir heute wieder als Taxi. Was ich sehr lieb von ihr finde. Wir befinden uns übrigens gerade auf dem Mond. Ich wollte es nur mal anmerken. Das da ist der blaue Planet. Du bist selbst schuld, wenn du hier reinkommst. Du bist selbst schuld. Ich kann jetzt gerade leider so nicht drauf achten. Ich versuche mein Möglichstes. Als ob das ein Trailer nicht schon klar war. Das wollte ich aber auch gerade sagen. Ich könnte dir beschreiben, wo ich hier lang fahre. Luna lang fährt. Würde ich jetzt sogar. Weißen Staubstein. Du bist dran vorbei. Ich weiß. Was willst du denn hier schon wieder machen? Das war wieder eine Quest zu weit. Ja, schön. So, schlaf uns Zeit. Gute Nacht. Vielen, vielen lieben Dank nochmal für den Raid und schlaf schön. Und vielleicht bis die Tage. Und einen schönen Wochenstart wünsche ich dir natürlich. Aber Hybrid, für dich ist das schon Spoiler, wenn ich überhaupt vorlese, ne? Bis ich da bin, kriege ich das eh nicht, also weiß ich das eh nicht mehr. Wieso? Sind doch nur 2 Stunden. Ich glaube, gleich haut er mich. Trotzdem. Wo bist du eigentlich gerade? Du darfst es... Okay. Gerade, ja, angekommen und 2 Quests gemacht. Ja, okay. Ich danke euch, dass ihr gekommen seid. Unser Ziel ist die Höhle hinter mir, die als Chlorophos-Grotte bezeichnet wird. Wie ihr euch sicherlich denken könnt, ist Argos ein magisches Wesen, das von Heidelin erschaffen wurde. Aufgrund der besonderen Beschaffenheit des Mondes kann er sich jedoch nur dort manifestieren, wo der Äther dicht genug ist. Und die Chlorophos-Höhle-Grotte ist dort mit der höchsten Ätherkonzentration in der ganzen Umgebung. Dort sollte es uns möglich sein, Argos zu rufen. Bitte folgt mir. Bitte einmal ins Arztzimmer 7. Was denn? E.T. hat das gerade gesagt. Nach Hause telefonieren. Hier heißt einer Schluchzer. Hallo Schluchzer. Nicht gleich wieder heulen. Du brauchst nicht schluchzen. Die sind aber schön hier. Was machen wir denn da hinten? Sitzen. Diese Stelle scheint mir für unseren Versuch geeignet. Die Schwammpilze hier ziehen Äther aus der Mondoberfläche und geben ihn an die Umgebung ab. Aber noch reicht die Ätherdichte wahrscheinlich nicht aus, um Argos zu manifestieren. Würdest du den Fungi ein wenig von deinem reichen Äther spendieren, um die Ätherdichte hier zu erhöhen? Hallo, du kleiner Pilz. Na, kleiner Fungi. Schon mit Pilzen. Pizza Fungi. Ah, Argos. Wobei ich mit der Art Hund nicht mag. Ja, das sieht immer aus wie so ein geplatztes Sofakissen. Darf ich jetzt auf Argos reiten? Ich habe nur einen Freund gefunden. Darf ich ihn behalten? Ist jetzt nicht gerade der hübscheste Hund der Welt, aber darf ich ihn behalten? Oh Gott, es gibt ihn 3-mal. Also 4-mal. Oh Gott. Hilfe. Ja, wie praktisch, genau. Alter. Der Hund vermehrt sich. Ja, damit wären wir bereit. Schön. Steht nicht mehr im Wege. Juhu! Will ich da überhaupt drüber?
Wie lange dauert es noch, bis ich da bin, wo was passiert? Was du gesagt hast, dass vielleicht da was passieren könnte? 5 Minuten. Okay. Na dann. Willst du etwa ausmachen? Nö. Niemals. Läuft deine Luna vor mir? Vielleicht. Oh, diese Gummikaktoren. Ich will so einen Gummikaktor haben. Hier, jetzt Pets, das wäre cool. Was machst du denn unter seinem Röckchen? Ich hab eine Filmsequenz. Unter seinem Röckchen? Du bist ja eklig. Bah! Luna, das habe ich aber nicht von dir gedacht. Ich dachte, du bist anständig. Seit wann? Ja, die Frage stelle ich mir auch. Also wirklich. Jetzt sitze ich da einfach drunter, ey. Ich sehe den doch nicht mal. Aber ich? Du bist in ihm drin. Nein, das ertrage ich nicht. Nein. Okay. Euer Ziel befindet sich unterhalb des großen Gebäudes, das ihr dort auf der anderen Seite des Kraters seht. Alles, was ihr tun müsst, ist auf Argos Rücken steigen. Er wird euch an euer Ziel bringen. Wenn ihr eintrefft, solltet ihr recht bald auf die Besatzung des Mondes treffen. Es kann sein, dass sie noch schlafen, aber der Umgang Zodiac sollte sich automatisch wecken. Es wäre weise, sich an ihren Rat zu halten, denn gemeinsam mit euch könnten sie über das Schicksal des Gestirns entscheiden. Die Zeit ist nun gekommen, mich zu verabschieden, aber seid euch gewiss, dass ich euer Tun verfolgen werde und für euren Erfolg bete. Für den Fall, dass die Dinge eine unerwartete Wendung nehmen, schlage ich vor, dass wir nicht alle gemeinsam den Abgrund überqueren. Orion G. und Tancred sollen hier warten, bis wir sicher auf der anderen Seite eingetroffen sind. Einverstanden? Mhm. Juhu, wir reiten. Far, far away. Ba, 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 ba. Luna? Hm? Alles gut? Hm. Ich dachte, ich frag mal nicht, dass du denkst, dass wieder irgendwas schief läuft bei mir. Breit vorbeugend. Bist du schon da? Vielleicht. Also ja. Also stehst du nicht mehr unter seinem Röckchen? Nein. Nicht mal unter dem Rockzipfel. Und was hat er für eine Unterhose an? Ich glaube, gleich haust du mich, oder? Zu wenig Kraft. Okay. Erstaunlich, dieses Portal ist gigantisch. Selbst wenn man die Größe des Urvolkes bedenkt. Ich frage mich, was für Riesen auf der anderen Seite hausen. Oh, Riesen. Da wären wir, heil und unbeschadet. Dann schauen wir doch mal, was uns im Inneren erwartet. Bautzis! Bautzi? 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 Bautzi bleibt. Eine Art Mechanismus zur Konservierung ätherischer Kraft. Nachdem die Aufgabe verrichtet wurde. Immerhin ist er nicht ganz verschwunden. Er scheint ein äußerst praktischer Geselle zu sein. Hm. Bleib brav hier, Hundchen. Danke für deine Hilfe, Argos. Wir sind mal höflich, ne? Vor einem Wauzi-Wau. Also gut, wenn Argos schon auf uns wartet, sollten wir keine weitere Zeit verlieren. Schauen wir uns um. Tancred sprechen. Wo ist denn Tancred? Da drin.
Natürlich gehst du da schon. Ich sitze. Ihr seht ihn und ihr seht nur deinen Punkt direkt auf dem grünen Häkchen. Jetzt sehe ich dich. Alter Falter. Kann ich da runterspringen? Ja. Ah, okay. Dann mache ich das mal nicht. Soll ich beweisen? Ja. Und tschüss. Ja. Autsch. die Viera ist aber hübsch. Hallo. Na, wollen wir nachher auf ein Tässchen Tee? Du willst auch runterspringen? Ja, nur nicht. Ich springe dann, wenn ich runter muss. Erstmal muss ich mit Tankred reden. Wer weiß, wo ich danach hin muss. Wird geredet oder muss ich lesen? Wie weit bin ich jetzt von ihr entfernt? 9? Ja, alles still hier. Ich frag mich, wo diese Leute sein sollen, von denen der Wächter gesprochen hat. Alles still. Alles schläft. Oh Gott, Jean. No. Was ist das denn Süßes? Nein, ich will die haben. Ich brauch das. Ich brauch das Viech in meinem Leben. Was ist das denn? Sind das Mäuse? Die sehen so ein bisschen aus wie kleine Babykatzen, aber... Oh Gott, sind die süß. Nein, nicht Schnurrhaare. Ich weiß, ich stehe auf Schnurrhaare. Eine fiese Schnurrkollektor ist ein kleines Büch. Augen auf, meine lieben Freunde! Schüttelt euch den Schlaf aus den Gliedern! Ich brauch das! Ich hasse mein Leben! Warum hab ich die Kollektor? Der 43. Wartungszyklus liegt zwar noch in weiter Ferne, aber soeben wurde Zodiacs Auslöschung gemeldet. Die Schnäuzchen. Ich krieg einen Niedlichkeitsanfall. Ich brauch die. Der Mond ist nun also nicht mehr das Gefängnis für den dunklen Gott, sondern geht unmittelbar in die zweite Phase über. Fortan wird er den Lebewesen des Heeres als Arche dienen. Kurzum, jetzt werden die Knicke aus den Löffeln massiert. Der Schlaf aus den Kollegen. Wir sind jetzt endlich 1 von 10. 30. Gekommen, Freunde. Was auf dem Gesicht sieht echt aus wie Katzen. Und die Öhrchen. XXL-Mäuse rund sein. Oder Hasen rund. Oder auch Katzen, ist das süß. Alle Crewmitglieder auf ihre Stationen. Wir müssen bereit sein, wenn wir die Bewohner von Eteris empfangen. Und vergesst nicht, das Signal an unsere Kontaktperson auf dem Planeten zu senden. Ich komm keine nicht aus. Oh Gott, ich hole gleich. Dann an die Arbeit. So, ihr, ich muss jetzt dringend ins Bett. Ich wünsche euch noch viel Spaß und später eine schöne gute Nacht. Schlaft schön. Danke, Mappa. Ja, ebenfalls. Einen schönen Wochenstart wünsche ich dir. Wir sitzen hier noch ein bisschen. Ich hab grad noch zu tun. Jetzt erst recht. Die Blicke. Faszinierend. Heidelin hat da ganz und gar erstaunliche Helfer besorgt. Die beiden so richtig, so ne? Als wäre das nichts Neues. Unweigerlich erquicken lässt. Gewiss ein beabsichtigter Effekt. So, die und Tankred und ich so. Was ist das?
meinst. Blick. Der kann es gar nicht fassen. Oh Gott, sind die süß. Heidelins bester Freund. Ich brauch die Viecher. Oh, Stücke Waffe. Habe ich zu viel versprochen? Nein, ich brauch die Viecher. Ich brauch sie einfach in meinem Leben, ey. Diese Bande nennt sich also Loporit. Oh, ich brauch so einen. Nicht unbedingt das, was ich erwartet hätte, aber der Mondwächter hat keine Zweifel daran gelassen, dass sie eine wichtige Rolle spielen. Also lasst uns rausfinden, was es mit dieser kleinen Rackern auf sich hat. Die Loporit, die vorhin die Rede gehalten hat, muss die Anführerin sein. Aber ich habe keine Ahnung, wie wir sie finden sollen. Da gleich eine Stupsnase der anderen. Ich glaube, uns bleibt nichts anderes übrig, als uns umzuhören. Vor allem. Warte mal, die Musik. Ist aus Teil 4. Müsste das. Das Theme sein. Das Stadtteam aufs Teil 4. Oh, dann spring ich auch mal runter, ja? Autsch. Auf 1 runter, ey. Oh, das Team ist so schön. So schön. Kann ich mich da schon harmonisieren oder noch nicht? Ja, kannst du schon. Ah, gut. Wenn du mit der Questreihe von denen durch bist, verstehst du auch meinen Titel. Rein theoretisch verstehe ich ihn sogar jetzt schon. Echt? Zumindest kommt er mir bekannt vor von Final Fantasy 4. Da gab es nämlich Naming Way und Mapping Way und wie sie nicht alle hießen. Raiding Way, Building Way. Und das waren. Ich weiß gar nicht. Waren das damals Mogris? Oder andere Wesen? Ich weiß.